Tja, das interessiert mich auch. Was haben Sie bisher alles entdeckt? Welche Stichwörter kennen Sie? Atom, Atmon, ja, kennen wir. Schwarzer Lotus kennen wir auch. Igelschreck kennen wir auch. Und Atmon und Igelschreck. Atmon und Igelschreck. Oder keines der genannten. Also, ja, Atmon und Igelschreck. Schwarzer Lotus, haben wir auch Schwarzer Lotus. Schwarzer Lotus. Nee, Schwarzer Lotus haben wir nicht. Nee, aber Atom und Igelschreck haben wir. Atom und Igelschreck. Das können wir auf 72 zusammenfassen. Atom und Igelschreck. Was habe ich gesagt? Atom und Igelschreck auf 72. 72, wieder nach oben. 72, 72. 72. Da sein Reiseumhang nicht mehr in seinem Zimmer ist, muss Farogan unterwegs sein, beginnen Sie. Doch glaube ich nicht, dass er sich wirklich aus dem Staub gemacht hat, denn sonst hätte er nicht seine ganzen Sachen und vor allem nicht die Bücher und Unterlagen zurückgelassen. Fahren Sie in Ihrer Überlegung fort. Cora nimmt nickend zu. Stimmt nickend zu. Vielleicht ist er nur spazieren gegangen. Mutmaßt sie jetzt einfach nur etwas frische Luft schnappen und sich an der Pajoscheibe erfreuen. Erfreuen? Vielleicht liegt er aber auch tot irgendwo auf den Feldern. Sie sehen ein, dass sie mit diesen Spekulationen nicht weiterkommen und wenden sie sich nach kurzer Bedenkzeit dem Abschnitt 45 zu. Langsam könnte man meinen, dass sie eine Trittspur auf dem Holzbohlen zurücklassen. So oft sind sie schon durch den Raum marschiert. Da fällt ihnen etwas ein. Ich habe den Fahrgans Zimmer etwas entdeckt. Auf dem Schreibtisch lag unter anderem ein Buch mit dem Titel Heilpflanzen. Oh ja, kann mich da. Wurde gleich verdächtig bei mir. Nutzen und Gefahren. Und irgendwie passt das nicht recht in Fargons Sammlung. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Fragen Sie. Das ist allerdings sehr merkwürdig, gibt Cora zu. Können Sie nun die richtigen Schlüsse ziehen? Haben Sie das Stichwort kleines Gänseblümchen? Dann weiter auf 179. Kleines Gänseblümchen haben wir. Können wir problemlos weiter auf 179 gehen. Ich weiß zwar nicht, ob da ein Zusammenhang besteht, aber ich habe etwas gefunden. In Grakions Zimmer, fügen sie nach kurzem Zögern hinzu. Doch die Rondageweihte scheint es weiter nicht zu stören, dass sie in das Zimmer des verstorbenen Hausherrn eingebrochen sind. Sie scheint eher gespannt zu sein, was sie entdeckt haben. Hier, sagen sie und ziehen den vertrockneten Pflanzenstiel aus ihrer Tasche. Das habe ich bei dem Nachttischschränkchen des Herrn Grakion gefunden. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber peinlich, dass das nicht weiß. Weiter kommen Sie nicht. Cora hat Ihnen die Pflanze bereits abgenommen und betrachtete sie von allen Seiten. Mal sehen, ob Cora Ihnen bei Abschnitt 274 verraten kann, was mit dieser verdrückten Ding los ist. 274, auf geht's.
und scrollen. Hui. Müsste hier ungefähr sein. 274. Hui, ein bisschen weit. Schon bei 300. 374 war das. Wissen Sie, was das ist? Fragen Sie mit einem leisen Zittern in der Stimme. Nein, wie ich eben schon erwähnt habe. Doch wieder werden Sie unterbrochen. Das ist der rote Fingerhut, eine Pflanze, die man zu einem herzstärkenden Trank brauen kann. Aber etwas zu viel davon und hups, Cora fährt sich bei dem letzten Wort mit dem Finger quer über die Kehle. Es bedarf im Moment keiner weiteren Worte mehr. Sie starren sich beide nur stumm an. Während die Zahnrädchen in ihrem Gehirn auf Hochtouren klickern, können Sie schon mal den Abschnitt 271 lesen. Das ist nochmal einmal rüber. Sie überlegen weiter. Da ich diese Pflanze am Bett des Herrn Grakion gefunden habe, heißt das, dass er wahrscheinlich nur sein Herzmedikament eingenommen hat? Nein, verspricht ihn Cora. Ich weiß, dass Florenza ihm immer sein Mittel gemacht und ihm nur den fertigen Trank aufs Zimmer gebracht hat. Die anderen Zutaten hatten sie nämlich in der Küche. Und so sorgfältig wie die gute Florenza ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich auf diesem Wege direkt eine ganze Pflanze in sein Zimmer verirrt haben soll. Sie nicken bedächtig. Die Haushälterin haben sie wirklich als treue Seele kennengelernt. Und wenn Cora sagt, dass sie den Trank für den Hausherrn stets in der Küche bereitet, dann stimmt das wohl. Woher nimmt Florenza dann den roten Fingerhut? Fällt ihnen plötzlich ein. Aus dem Kräuterbeet hinter dem Haus. Wieso? Doch, sie sind schon halb zur Tür heraus. Auf dem Weg nach 7. Ganz nach oben. 777. Huch. Cora hat dich lange auf sich warten lassen und schon eilen sie beide die Treppe hinunter, um den Kräutergarten einen Besuch abzustatten. Der Weg führt durch die Küche in einen kleinen Abstellraum. Linker Hand liegt die kleine Kammer, in der Florenza ihr Beet stehen hat. Aus dem Vorratsraum führt eine Tür direkt hinter dem Haus in Richtung Felder und Stallungen. Als sie aus dem Haus treten, erkennen sie rechts neben sich ein liebevoll angelegtes Beet, das bestimmt von Florenza gepflanzt wurde. Vorsichtig setzen sie und die Geweihte ihre Schritte zwischen die kleinen Pflanzen. Sie merken schnell, dass es zuvor tagelang geregnet hat und schon sinken sie einige Finger breit in den schlammigen Boden ein. Das hatten wir schon. Hier befindet sich eine erstaunliche Anzahl an verschiedenen Gewürzen und Kräutern. Sogar einige Gemüsesorten können sie ausmachen. Zwar erkennen sie nicht alle der Pflanzen, doch eine Ecke des Beetes sieht anders aus als der Rest. Im Gegensatz zu den anderen Kräutern sieht dieses Feld geradezu gerupft aus. Dort, rufen sie aufgeregt und zeigen mit dem Finger auf das Beet. Cora folgt ihrer Geste und kommt nun ebenfalls durch den Morast etwas näher. Es sieht so aus, als habe sich da jemand daran zu schaffen gemacht, ergänzt die Geweihte ihre Gedanken. Schon möchte Cora näher herangehen, doch sie halten sie zurück. Vorsichtig, mahnen sie. Vielleicht kann man in der feuchten Erde noch
irgendetwas erkennen. Es muss schon ein etwas komisches Bild abgeben, wie zwei Gestalten, darunter eine Rondergeweihte, auf dem Boden hocken und durch ein Kräuterbeet kriechen. Doch auch für einen Außenstehenden ist deutlich zu erkennen, dass sie kein Unkraut jäten. Wenn ihre Probe auf das Talent Fährtensuche erfolgreich ist, dann können sie in Abschnitt 124 Fährtensuche habe ich. Ist nur aktiviert, ist kein Bonus drauf, ist nur also einfach gelingt. Probe auf Kalt. Probe auf Intention. Konstitution. 16 Pro. Ah, schade, nicht gelungen. Scheiße. Ach man, nicht gelungen. Scheiße. Ansonsten kriechen sie noch ein bisschen im Schlamm herum, um dann zu 2,54 zu gelangen. Scheiße, 2,54. Wir verschleppen das Abenteuer und jetzt mal nur scheiß Probe. Eine Probe nicht gelungen, ist echt zum Kotzen. Verdammte Scheiße. Ich habe da null Bonus drauf, ich kann da überhaupt nichts machen. 254 hat er gesagt, ne? Ach, zu weit. 254. 254. Schon überlegen sie, ob es wirklich eine gute Idee war, hier im Dreck zu wühlen. Als ihnen Cora wild gestikuliert, dass sie etwas gefunden habe. So schnell wie möglich bahnen sie sich einen Weg zu der Geweihten, die am anderen Ende des Beetes auf dem Boden hockt. Was gibt's? Fragen sie. Doch Cora zeigt nur auf ihre Entdeckung. Da befindet sich ein Schuhabdruck in der aufgeweichten Erde, direkt neben dem gerupften Feld. Scheinbar stammt er von der Person, die sich der Pflanze habhaft gemacht hat. Die Größe des Abdrucks lässt darauf schließen, dass es sich hier um einen großen, ausgewachsenen Mann handeln muss. Da in der Umgebung sonst nichts Aufregendes zu finden ist, gehen sie zum Abschnitt 101, um mit Cora weiter überlegen. 101. Bei diesem Abdruck haben wir vorher auch schon gefunden. 101. Das ist ein kleiner Bug, hä? 101, so. Huch, zu weit. 101. 101, 101, 101. Ich bin müde, ich muss ins Bett. 101. Also fassen wir doch mal zusammen, fängt Cora an. Und nun ist sie es, die auf und ab geht und dabei fast das Kräuterbeet vernichtet. Ja, jemand mit Kräuterkenntnis hat den roten Fingerhut als Gift für Grakion benutzt. Das heißt, er wurde auch ermordet. Entfährt es ihnen überrascht. Die Geweihte nickt nur und fährt unbeirrt fort. Florenza kann es nicht gewesen sein, denn der Abdruck im Garten passt nicht zu ihr. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mir so eine Tat bei der treuen Seele nicht vorstellen kann. Nun sind sie es, der zumindest nickt. Wer hätte denn das Wissen gehabt, so etwas zu tun? Überlegen Sie nun weiter. Titianus. Nein, widerspricht Ihnen Cora sofort. Der hätte zwar die Kenntnisse im Bereich der Pflanzen, doch ist er erst nach Grakions Tod angekommen. Mein Bruder hätte seinen alten Feind doch nie auf sein Anwesen kommen lassen. Gut, sprechen Sie weiter. Der Magier hätte also keine Gelegenheit zu der Tat. Dann bleibt ja nur noch Farogan. Fällt Ihnen Cora ins Wort. Das ist wohl wahr. Und das Buch
über Pflanzenkunde spricht, eine eigene Sprache. Wieder übernimmt Cora das Wort. Dann hat er mit Sammeltier gemeinsame Sache gemacht. Die beiden haben das Testament verändert und den Wein bei der Verlesung vergiftet. Die beiden hätten nicht getrunken und alle anderen wären tot. Der Verdacht würde auf mich fallen, da ich als einziger kein Weinglas in der Hand hätte. Und Sammeltier und Farogan hätten in aller Seelenruhe den Besitz unter sich aufteilen können. Führen Sie den Gedankengang nun fort. Ja, so könnte es gewesen sein. Doch was ist mit dem Tod von Tobrian? Haben Sie jetzt angefangen, alle Einzelnen zu erledigen, nachdem Ihnen Nirukon durch seine Unbeherrschtheit einen Strich durch die Rechnung gemacht hat? Doch Cora schüttelt den Kopf. Ich glaube eher, dass Tobrian irgendetwas Belastendes gefunden hat und Sammeltier ihn deshalb aus dem Weg räumen musste. Außerdem, wie erklären Sie sich dann Sammeltiers Tod in diesem Zusammenhang? Das scheint Ihnen wirklich der schwache Punkt in Ihrer Theorie zu sein. Doch Sie wollen nochmal auf die Umstände von Tobrians Ermordung zurückkommen. 211 in der nächsten Folge.